Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Quest to Master in der Zerg Edition. In einem ZVZ zum Start, wenn es denn zustande kommt, weil unser Gegner hat noch nicht geladen. Es ist wieder eine neue Aufnahme-Session, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, weil ich habe ja gestern nur eine Folge aufgenommen. Deshalb ist Session jetzt so ein bisschen so eine Sache. Aber es ist zeitlich alles gerade nicht so einfach. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich heute ein paar Folgen zusammenkriege, weil ich eigentlich bis nächsten Mittwoch mindestens keine Zeit habe. Dafür bräuchte ich mal ein paar Folgen. Kann natürlich auch immer 2 gegen 2 Folgen ausstrahlen, aber da ich da nur einen begrenzten Vorrat habe, weil Zerg und ich halt auch nicht so häufig aufnehmen können, wäre es mir lieber, noch ein paar 1 gegen 1 Folgen zusammenzukriegen. Das Ganze kann ich erzählen, weil unser Gegner unglaublich lange lädt. Meine Güte, was ist denn hier los? Naja. Kann auch sein, dass ich heute ein bisschen öfter mich muten muss noch, weil meine Nase wieder leicht Probleme macht. Aber so schlimm soll das wohl nicht sein. Hallo, Kronos. Tja, und sonst so. Ich könnte jetzt sagen, wir bekommen Zerg, aber das war ja schon von vornherein klar. Aber für alle, die immer noch nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, wenn du Zufall wählst, kannst du dir immer den Tipp unten angucken. Der kann natürlich generisch sein, wie schau dir tolle Replays an oder Profispieler spielen auch StarCraft 2. Der kann aber eben auch Sachen haben, die nur von den Rassen erwähnt wird, wie zum Beispiel Schaben. Und wenn du da siehst, Schaben regenerieren Trefferpunkte, weißt du, aha, ich muss ja Zerg bekommen. Also das war jetzt für uns sowieso klar, aber wenn du random spielst, kann halt dieser Tipp auch eingeblendet werden und dann weiß man das schon im Ladebildschirm. Ich habe das Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht zustande bekommen, denn ich glaube, unser Gegner droppt hier gleich mal schön raus. Free Ladder Points könnte es hier geben. Naja, wir müssen nochmal gucken. Ich habe übrigens mein Porträt geändert. Wollte nicht mehr mit Kaczynski rumlaufen. Ah, da lädt aber was. Da hat sich noch was bewegt. Vielleicht geht da doch noch was. Spannendstes Spiel ever. Wir sind schon 2 Minuten in diesem Ladebildschirm. Oh, es geht doch noch mal los. Hat jetzt 3 Minuten, glaube ich, gedauert. Wir müssten übrigens mal gucken, dass wir die neuen Maps mehr nehmen, indem wir die alten Maps wehtun. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Was wird das? Ja, sollte gehen. Glacke van Dollar. Heißt denn eine Tastatur, wo wahrscheinlich auf 5 oder 6 das Dollarzeichen ist? Ich glaube, es ist nicht die deutsche Tastatur, weil da wäre es auf 4 und das wäre ungewöhnlich. Zu dem Zeitpunkt 4 zu drücken als Hotkey. Kann natürlich sein, dass er auf 4, ja, vielleicht hat er einen Overlord auf 4 gelegt. So kann man jetzt alles analysieren. Naja, das ist aber ja nicht so entscheidend. Wir fahren auf jeden Fall hier raus, nehmen unsere Echse. Ich habe mich wieder entmutet, ne? Ja, sonst wäre es blöd. So, Gas saturieren. Ich nehme wieder meinen plus 1 Push bereite ich mal wieder vor. Ich kann ja so fliegen. Eigentlich wollen wir hier auch nur einmal das uns anschauen und dann zur Richtung Dritter fliegen. Ich muss auch dringend den Overlord bauen. Das vergesse ich gerne, wenn ich nicht Hedge First spiele. So, der ist aber auf dem Weg. Gut. Nehmen wir uns noch eine Drohne. Wir können jetzt Speed nehmen. Und gönnen uns hier so Dingsbums. Evolution Chamber nennt man es auch. Sollte uns jetzt eben 6 Linge gönnen. Die Nummer 2 steht beim Gegner, ist also Hedge First bei ihm. Sieht lecker aus. So, plus 1. Nein. Gott.
sehr schön. Haben natürlich leider unser ersten Inject halt ein bisschen delayen müssen. Aber für den Overlord war es das definitiv wert. Warum müssen wir mit Drohne? Oh, hier ist immer noch der Weapon falsch. Das sollten wir mal ändern. So, wir gönnen uns nochmal drei Drohnen und dann werden wir jetzt Linge pumpen. Also erst Overlords natürlich. Aber ist noch nicht so wild. Wir wollen sowieso ja gleich angreifen mit plus 1. Das braucht noch eine Weile, aber da kommen seine Linge. Noch slow, aber viele. Es wäre gut, wenn mein Overlord gleich fertig ist. Wir bräuchten jetzt die ersten Linge. Und auch die ersten Bane-Linge am besten. So, Speed ist inzwischen durch. Ehrmoft. Ne, Ehrmoft nicht. Auf jeden Fall auch die ersten Bane-Linge gleich. Inject! Es kommen weitere Linge bei ihm. Ja, hab ich mir gedacht, dass er hier hinter den Lingen so macht. Halt 0-0. Ich hab 1-0. GG! Hatte weniger Worker als ich, so wie ich das sehe. Nur knapp, aber immerhin. Und ich hatte halt die Echse. Und plus 1. Das war doch ganz gut. Er hatte halt hier deutlich mehr Armee. Armee ist auch schön. Armee. Ja, und ich hatte glücklicherweise nicht so viel Pech gegen seine Banelinge. Das war ganz wichtig. Wieder ein Zerg. Oh, diesmal eine neue Map endlich. Das ist die Map, die verbuggt war auf jeden Fall mit der Basenplatzierung. Da habe ich Bilder von gesehen. Boah, ist die hell. Das ist das erste Mal, dass ich die spiele. Das heißt, wir müssen uns die jetzt gleich ein bisschen näher angucken. Ich darf jetzt direkt einen Extraktor-Trick machen, weil ich hier gefailt habe, aber macht nichts. So. Hier rüber, die erinnert sehr an, hier, wie hieß die? Daybreak? Ne, Daybreak nicht, wie hieß die andere? Cloud Kingdom, würde ich mal behaupten. Die erinnert aber hart daran. Das ist ja komplett Cloud Kingdom. Und es gibt noch eine andere Map, die sah auch so aus. Das war... Aber das ist doch hier Cloud Kingdom 1:1, oder? Also natürlich mit einem anderen Teilset, aber... Oh, wir haben gar kein Gas genommen. Also mit dem Protoss-Teilset sozusagen. Aber vom Basen-Layout sieht die hier hart so aus. Und auch mit den Rocks hier. Ich glaube, die Rocks waren aber auf der Seite, oder? Nee, die waren schon hier. Auf der Map hatte ich auf jeden Fall mal das Erlebnis, dass ein Gegner von mir
alle Baninge in diesen Rock gewastet hat. Inzwischen geht das nicht mehr so einfach, weil man Rocks inzwischen angreifen muss, nicht mehr mit Rechtsklick. Früher konnte man die aber hier noch mit Rechtsklick Baninge darin explodieren lassen. Das war sehr amüsant. Das waren aber noch deutlich vor meinen YouTube-Zeiten. Was ist das denn hier? Diesen Tanks. Ja. Ich wollte übrigens mal eine Queen bauen. Wie lange war mein Pool schon fertig? Ich hoffe noch nicht zu lang. So. Dieses Hedge first. So. Ja, nicht so schlau, hätten wir jetzt auch unten bauen können. Ist aber egal. Du sollst ein bisschen mehr hier weg. Nicht, dass der uns sofort hier gleich sniped. Aber immerhin haben wir ihn schon mal hart vertrieben. Wir haben uns ein paar Dinge. So, nochmal zwei Drohnen. Er nimmt die dritte. Dann machen wir das auch. Hier sind auch nochmal Rucks. So, Speed ist durch. Ich würde trotzdem noch mal eine harte Drohnenrunde beginnen wollen. Das ist natürlich, kann tödlich enden. Aber ich würde gerne ein paar mehr Drohnen haben als beim letzten Mal. So, das reicht mir. Oh, da ist die Queen. Das sollte er nicht schaffen können. Also, über kurz oder lang natürlich schon, aber... kurz den Richtungswechsel anstoßen. Nice weggesneakt, kann man nicht anders sagen. Müssen wir aufpassen mit Baning. So, jetzt haben wir plus 1 durch. Das ist sehr schön. Nein! Alter, was explodiert müssen? Fertig. Das gefällt mir nicht. Aber das sieht gut aus. Auch mal Leertech gönnen, wenn ihr einen hat. Aber er dürfte eigentlich nicht genug Geld haben, um jetzt irgendwie auf Mutas zu kommen oder so. Ja, schön. GG. Ja, waren noch zwei schöne kurze Spiele. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr euch die Folge klicken. Unten rechts ein Aspekt von mir und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.